willkommen bei mir zu Hause. Heute beginnt mein Weihnachtsspecial und ich zeige euch, wie ihr so eine Buchhülle nähen könnt. Natürlich könnt ihr das Ganze auch für ein Tablet oder E-Book-Reader nähen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Also egal ob Buch oder Tablet, mit so einer tollen Hülle sind die Sachen natürlich viel besser geschützt in der Schultasche. Und sie lassen sich auch noch super individualisieren. Also, euer Enkelchen mag zum Beispiel Dinosaurier, dann könnt ihr das Ganze aus Dinosaurierstoff nähen. Und wenn dann ein Buch so eine coole Verpackung hat, dann schmökern die Kleinen, glaube ich, noch mal viel lieber in den Büchern. Ich zeige euch natürlich auch die Berechnung, wie ihr das dann noch euren Wünschen gestalten könnt. Und unter das Video packe ich euch nochmal alle Daten rein, wann genau in der Weihnachtszeit zu meinem Weihnachtsspecial ein Video rauskommt. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's los! Ich habe hier drei verschiedene Varianten genäht. Einmal mit einem ganz breiten Deckel, mit einer ganz schmalen Lasche oder mit einer mittleren Lasche. Einmal hier unten mit Kunstleder und hier oben mit Stoff. Hier einfach eine Borte drüber genäht. Das hier habe ich komplett aus beschichteter Baumwolle genäht. Wie ihr seht, kann man da die verschiedensten Modelle nähen und kann auch in seiner Restekiste zum Beispiel mit Patchwork oder Vierecke aneinander nähen und das bunt gestalten. Und auch hier bei der beschichteten Baumwolle habe ich mir gedacht, stellt euch vor, ihr habt hier einen Wanderführer drin und habt das im Rucksack und da ist noch die Wasserflasche und so, damit der nicht so dreckig wird. Hier also das Modell mit dem mit der beschichteten Baumwolle und die habe ich auch nicht verstärkt, sondern die ist wirklich schön dünn. Dann habe ich hier eine Version für den E-Book-Reader. Also muss nicht nur ein Buch rein, kann auch ein digitales Buch rein. Und da würde ich immer den E-Book-Reader, das Display, nicht hier vorne beim Druckknopf hinmachen, nicht, dass das Display dann vielleicht zerkratzt wird. Und auch für ein dickes Buch. Und Moment, ich kann euch das mal zeigen. Die sind natürlich etwas variabel. Also die Bücher sind ja alle ungefähr gleich. Wie ihr seht, das hier ist etwas dicker. Dafür ist es etwas kürzer. Und auch das passt einwandfrei hier rein. Also dann ist es nicht nur für das eine Buch, was ihr verschenken wollt, sondern durchaus auch noch für andere Bücher gedacht. Viel Spaß! Die Berechnung schreibe ich euch auch nochmal unten in die Infobox. Aber egal, ob ihr nun ein dickes Buch nehmt, ein dünnes Buch oder den E-Book-Reader, die Berechnung ist immer dieselbe. Ihr braucht für die Breite eures Stoffes einmal die Breite des Buches plus eine Höhe des Buches. Und da gebt ihr 5 cm dazu. Und für die Länge braucht ihr einmal die Länge und da gebt ihr 6 cm dazu. Und das ist dann das Maß für ein Stück Stoff. Und da braucht ihr dann zweimal Außenstoff und zweimal Innenstoff. Ich nähe das ja jetzt für den E-Book-Reader. Und da ist es so, Moment, da lege ich mir auch gleich mal ein Stück Stoff daneben. Also, der E-Book-Reader ist 17 cm hoch. Das heißt, plus 6 cm, mein Stoff ist 23 cm hoch. Der E-Book-Reader ist 11,5 cm breit plus 1 cm Höhe macht 12,5 plus 5 cm Spiel macht 17,5 cm Breite. Also ich habe nun hier 17,5 und 23 cm. Davon habe ich nun zweimal Außenstoff und zweimal Innenstoff.
Auf den Außenstoff habe ich schon Flieseline H630 gebügelt. Also beim E-Book Reader würde ich auf jeden Fall Flieseline drauf machen. Bei dem Mäppchen für das dünne Buch hier habe ich zum Beispiel keine Flieseline gemacht. Es kommt halt immer drauf an, für was ihr das nehmen möchtet. Gut, also dann braucht ihr zweimal Innenstoff, zweimal Außenstoff und dann noch für den Deckel auch noch zweimal zwei Stückchen Stoff. Ich habe jetzt hier Kunstleder und die Länge, die würde ich immer 10 cm wählen. Und dann kommt es natürlich darauf an, möchtet ihr gern einen breiten Deckel haben, einen ganz schmalen Deckel oder einen mittleren Deckel. Und ich habe diesmal verschiedene Modelle genäht, dass ihr das auch alles mal seht. Aber 10 cm Länge würde ich auf alle Fälle nehmen. Und ich finde es immer schöner, wenn der Deckel rund ist. Seht ihr das jetzt überhaupt? So, genau. Also habe ich mir einfach ein kleines Glas genommen, habe das hier in die Ecke gelegt und habe mir hier die Rundung angezeichnet. Und wenn ich nun als erstes meinen Deckel nähe, dann lege ich die beiden rechten Seiten aufeinander und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier rum in die Rundung rein und lasse hier unten das offen, das wird dann meine Wendeöffnung. Die Nahtzugabe habe ich mir ein bisschen zurückgeschnitten und hier in der Rundung habe ich mir Knipse reingeschnitten. Nur vorsichtig, nicht dabei die Naht verletzen. Dann vorsichtig wenden. Mein Deckel ist aus Kunstleder, deswegen habe ich den nicht nochmal verstärkt. Wenn ihr euren Deckel aus normaler Webware macht, würde ich den auf jeden Fall verstärken mit Flieseline H630, H640, weil wenn der Druckknopf hier noch dran kommt und ihr nur die dünne Webware habt, dann kann euch der Stoff einreißen. Also bei einem Druckknopf würde ich den Stoff immer verstärken, aber hier bei dem Kunstleder ist das nicht notwendig. Dann alles schön übereinander legen, dass die Nähte hier bündig übereinander liegen und noch einmal knappkantig hier außen drumherum nähen. Nun nehmt ihr euch einen Außenstoff und zwar den, der dann hinten sein soll, wenn die unterschiedlich bei euch sind. Meine beiden sind ja gleich. Und da ermittle ich mir an der Oberkante die Mitte und stecke mir hier eine Hilfsnadel hin. Dann brauche ich den Deckel oder die Lasche, wie man das auch nennen will, und ermittle mir auch hier die Mitte, lege die bündig hier drauf und nähe dann innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, hier drüber. Nun lege ich den einen Außenstoff mit der rechten Seite nach oben vor mich und nehme mir dann einen Innenstoff. Und den lege ich mit der rechten Seite nach unten überall bündig an. Und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm komplett einmal hier oben die Stoffe zusammen. Und zwar bei dem, wo die Lasche befestigt ist. Bei dem anderen Außenstoff und Innenstoff mache ich es fast genauso. Rechts auf rechts legen und dann hier oben nur hier links ein Stück zusammennähen und hier rechts ein Stück zusammennähen. Und in der Mitte lasse ich mir dann die Wendeöffnung. Den einen Außen- und Innenstoff lege ich ausgeklappt mit der rechten Seite nach oben vor mich und nehme mir den anderen, hier ist meine Wendeöffnung drin, den lege ich mit der rechten Seite nach unten, Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff, überall bündig an. Achte darauf, dass die beiden Nähte direkt übereinander liegen. Und wenn ihr auch hier unten Kunstleder habt oder wie ich eine Borte, auch darauf achten, dass die Borten direkt übereinander liegen. Einmal feststecken und komplett drumherum mit einer Nahtzugabe von 1 cm zunähen, da wir ja unsere Wendeöffnung hier oben drin haben. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Und der Bodenabnäher kommt jetzt darauf an, wie dick euer Buch ist. Also, wenn euer Buch 3 cm ist, würde ich den Bodenabnäher 4 cm machen. Ist euer Buch 2 cm dick,
Bodenabnäher 3 cm machen. Also 1 cm Spiel. Und da das ja jetzt hier für meinen E-Book-Reader ist und mein E-Book-Reader ist 1 cm dick, mache ich einen 2 cm Bodenabnäher. Und dafür ziehe ich die beiden Stoffe auseinander in der Ecke, sodass sich ein Dreieck bildet. Und lege nun die eine und die andere Naht direkt aufeinander. Und bei so kleinen Abnähern ist das natürlich immer etwas Fummelarbeit. Lege dann die eine Nahtzugabe in die eine Richtung, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung. Und markiere mir dann einen 2 cm Abnäher hier. Das ist wirklich nur so ein kleines Stückchen. Und da nähe ich drüber. Und genau dasselbe mache ich bei den anderen drei Ecken auch. Vorsichtig durch die Wendeöffnung wenden. Und bevor die Wendeöffnung geschlossen wird, müsst ihr euch überlegen, welchen Verschluss ihr nehmt. Ich nehme ja einen Campsnap und der ist auf der anderen Seite schön. Es gibt aber auch Magnetverschlüsse, die müssen im Innern der Tasche verschwinden, also zwischen den beiden Stoffen, weil die Rückseite einfach zu hässlich ist oder zu spitz ist oder wie auch immer. Also je nachdem, welchen Verschluss ihr habt, bringt ihr dann erst den Verschluss hier an und nur auf der Außenseite, weil nun ist ja die Wendeöffnung noch auf und da könnt ihr das hier super anbringen. Wenn ihr aber so wie ich mit Campsnaps arbeitet, dann könnt ihr erst die Nahtzugabe schließen. Meine Güte, jetzt hatte ich aber einen Hänger. Und ich finde das auch noch schön, wenn der Druckknopf hier außen und bis hier innen durchgeht und dann den Außen- und den Innenstoff nochmal hier an der Stelle fixiert, da kann sich dann nichts verschieben. Okay, also, ich habe jetzt den Außen- und den Innenstoff bündig aufeinander gelegt, hier oben an der Kante, habe die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umgeklappt und habe mir das mit solchen Klammern fixiert. Und nun nähe ich nochmal knappkantig einmal komplett hier oben drumherum. Und dabei aufpassen, nicht, dass der Deckel nach mit in der Naht drinne liegt, sondern der muss weg von der Naht liegen. Und wenn das nicht über euer Nähtischchen drüber passt, dann näht einfach auf der Innenseite entlang. Und bevor ihr den Druckknopf anbringt, dann macht das Buch oder den E-Book-Reader, der dann hinterher in die Tasche rein soll, macht den rein, um zu messen, wo das Gegenstück von eurem Druckknopf hier an der Außentasche angebracht werden muss. Weil wenn ihr ein dickeres Buch habt, dann ist das hier drinnen halt dicker. Weil schaut mal, wenn ich das rausnehme und die Lasche einfach drauflegen würde, könnte ich das Gegenstück auch hier unten anbringen. Dann passt aber das Buch nicht mehr rein. Und so, also erst das Buch reinlegen und dann ausmessen, wo der Druckknopf hier an der Außentasche angebracht werden muss. Und schwupp ist man auch schon wieder fertig mit Nähen. Und nochmal zur Erinnerung. Also mein Weihnachtsspecial. Montags 18 Uhr, mittwochs 18 Uhr und freitags wie gewohnt morgens früh um 6.30 Uhr bringe ich jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Video für euch raus. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.